ihr Lieben, ich drehe jetzt extra für euch ein 500er Abo-Special. Ich freue mich, dass meine Videos euch so gut gefallen. Und nun habe ich mir wieder etwas einfallen lassen. Ich habe es ein bisschen von einer Idee aus Amerika abgeguckt. Da hat eine Frau Trachtenwolle gemeinsam mit Baumwollgarn verarbeitet. Das hat mir nicht so ganz gefallen. Ich habe das Ganze jetzt mal versucht mit Textilgarn. Ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich am liebsten das von Hooked benutze. Das gibt es einmal als Spaghetti-Garn und einmal als Ribbon XL. Das Ribbon XL ist ein bisschen weicher und eignet sich eher für Taschen. Und das Spaghetti ist fest und das eignet sich eher für Körbe, die auch gut stehen sollen. Ich habe ja auch schon mal ein Körbe-Video gemacht. Da habt ihr das auch gesehen, dass sie ziemlich stabil sind. Und ich mische das Ganze jetzt mit Baumwollgarn. Diesmal nehme ich nicht die Catania. Die glänzt ja so ein bisschen, was an sich schön ist. Aber ich finde das so im Materialmix besser, wenn beide Garnvarianten matt sind. Und deswegen nehme ich einfach das Cotton Fun Schulgarn von Gründel. Und ich habe jetzt nun nicht die Farben da, die ich haben wollte. Ich wollte das ein bisschen pastellig halten. Meine Schwägerin Finja steht sehr auf diese Pastellfarben. Und sie guckt immer begeistert meine Videos und hat angefangen zu häkeln. Und das finde ich so süß. Und deswegen habe ich das jetzt ausgewählt. Ich hatte ihr schon mal ein Armband gehäkelt in diesen Farben. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal als Korb. Und ich habe, wie gesagt, jetzt von der Cotton Fun nicht alle Pastellfarben. Und deswegen mische ich das mit dem Baumwollgarn, das es immer mal wieder bei Aldi gibt. Das hat auch 115 Meter auf 50 Gramm. Ist auch ein Baumwollgarn für die Stärke 3 bis 4. Das Textilgarn an sich wird ja mit Stärke 8, 10 oder 12 gehäkelt. Aber ich muss jetzt hier irgendwie eine Mischung finden. Ich möchte einen kleinen Korb machen. Den könnt ihr nachher noch in der Größe variieren, wie ihr das möchtet. In den Farben natürlich auch. Und für dieses Baumwollgarn ist eben höchstens die 4er Stärke, sonst wird es zu locker, zu löchrig angegeben. Darum nehme ich jetzt auch eine 4er Nadel. Ja, das wird ein bisschen schwergängig sein. Man muss das Textil dann eigentlich mit einer größeren verhäkeln, aber das Ganze klappt dann schon. Wir fangen jetzt an, den Korb von unten zu häkeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, also ihr wisst ja sicherlich, wie das geht, aber ich mache es jetzt einfach mit euch. Ihr könnt ja sonst im Video vorspulen. Ihr braucht natürlich auch noch eine Nähnadel für das Baumwollgarn. Eine kleine Sticknadel, eine kleine Stickschere und dann nehme ich ja immer zum Vernähen von dem Textilgarn gerne diese Nadel, die ist extra dafür gemacht. Die hat hier schon also so eine schöne stumpfe Spitze und eine große Öse, damit das Textilgarn da auch gut durchpasst. Kann man auch bei Hooked bestellen überall. Ich weiß nicht, wie die heißen, ob das jetzt wirklich nur dafür hergestellt wurde oder wie auch immer. Aber ich habe es da gefunden und es ist perfekt. Wir fangen, also ich mache einen kleinen Korb, damit ihr auch mal ja was Schnelles habt und nicht immer, ja, so ein Korb ist zwar auch schnell gehäkelt, aber ist auch immer eine riesige Angelegenheit. Der Korb wird also jetzt eher kleiner. Ich zeige jetzt noch mal den Fadenring. So von Anfang an. Man legt praktisch von oben nach unten um den kleinen Finger. Man hat das kurze Ende in der Hand. Man legt das nach hinten zweimal um den Zeigefinger und zweimal um den Daumen. Dann sticht man hier ein und holt einmal das Garn durch. Schön locker ziehen, denn eigentlich habt ihr ja eine viel größere Nadel auf der Hand. Es soll ja auch nicht zu eng werden. Also ihr müsst das jetzt schon locker häkeln, sonst wird der Korb zu stramm. Also dann verbiegt er sich auch, weil im Grunde ist das Garn ja nicht für eine Vierernadel gemacht. Aber es muss ja, wie gesagt, harmonieren mit dem Baumwollgarn. So, und deswegen müssen wir halt jetzt eine Vierernadel nehmen und darum einfach locker häkeln, so als sei es dann zumindest eine Achternadel. Dann kommt hier nochmal eine Luftmasche, das ist einfach zur Sicherung des Fadenrings. Dann nehmt ihr den so in die Hand, dass ihr jetzt immer beide Fäden umhäkelt. Ich mache jetzt wie immer ganz klassisch meine 6 festen Maschen in den Ring. Schön locker, wie gesagt, aber auch nicht zu locker. Ihr müsst ein bisschen ein Gefühl entwickeln. Upsala, so wie ich jetzt. Hat auch nicht geklappt.
Gott, was habe ich gemacht? Hier kommt die dritte feste Masche. Die vierte. 1, 2, 3, 4. Und die fünfte und die sechste Masche. Zieht ihr das Ganze stramm? Wenn so ein kleines Loch unten bleibt, ist das nicht schlimm. Das macht eher noch den Korb stabiler beim Hinstellen. Also man muss es nicht auf Biegen und Brechen ganz stramm machen. Man kommt dann nämlich so schwer jetzt hier in die nächsten Maschen rein. Ihr müsst jetzt natürlich, hier kommt jetzt das zweite Garn noch nicht zum Tragen, jede Masche verdoppeln, so ganz normal, wie ich das immer in Runden mache, wie bei jeder Mütze. Es wird jede verdoppelt, in der nächsten Runde jede zweite, in der nächsten jede dritte und so weiter, bis der Umfang euch gefällt. Jetzt habe ich hier zwei in eine gemacht. Jetzt kommen hier wieder zwei rein. Es geht jetzt nicht so ganz leicht von der Hand, weil man, wie gesagt, mit der dünnen Nadel dieses Garn nicht so gut zu packen bekommt. Nachher wird aber das Textilgarn nur noch mitgeführt und dann häkeln wir nur noch das Baumwollgarn und dann ist das nicht mehr so schlimm. Es ist jetzt nur am Anfang, um den Boden zu häkeln. Da soll das zweite Garn noch nicht mitgeführt werden, sondern erst am Rand. Das gefällt mir einfach besser, weil es steht ja eh nur auf dem Korbboden und dann muss das nicht schon gemischt werden. Der Sinn des Mischens beider Garnqualitäten ist einfach, dass man dieses Textilgarn, was sonst ja eben einfarbig ist, manchmal auch, es ist edel, aber es ist auch manchmal ein bisschen langweilig und deswegen kann man das gut mal kombinieren, auch mit anderen Textilgarn-Varianten oder man flechtet einfach verschiedene Kordeln dadurch. Aber ich finde, das ist eine ganz hübsche Variante, Reihe zu Reihe mal oder von Reihe zu Reihe mal eine andere Farbe dazu zu mischen. Und dann, weil das eben ja auch hauptsächlich Baumwolle ist, ist ja nur ein bisschen Elastan in diesem Textilgarn, das eben mit einem anderen Baumwollgarn zu kombinieren. Ich muss mal eben zählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jetzt bin ich einmal rum. Ihr könnt wie immer einen Markierungsfaden einlegen. Das mache ich lieber auch, weil ich jetzt da so viel schnacke. Der Korb wird jetzt nicht groß. Ihr könnt ihn natürlich so groß machen, wie ihr wollt. Aber ich möchte zum Demonstrieren jetzt einfach nur mal das Prinzip zeigen und werde ihn nicht so groß machen. Aber natürlich nehme ich noch mal weiter zu. Und zwar jetzt, wir hatten jede verdoppelt, jetzt verdoppeln wir jede zweite. Dann haben wir am Ende 18 feste Maschen. Diese habe ich jetzt hier verdoppelt, die erste nicht. Und jetzt natürlich wieder schön locker bleiben. Eine normale und wieder zwei in eine. Müsst das immer so ein bisschen ziehen, denn es soll im Grunde an Umfang zunehmen, aber es soll sich eben nicht wölben. Ihr zieht den Fadenring auch noch mal zwischendurch ein bisschen fest. Kleines Loch darf wie gesagt bleiben. So, nun ist hier tollerweise mein Ding abgegangen. Egal, lege ich ihn gleich wieder ein. Ich kann ja zwischendurch zählen. Vielleicht passiert euch das auch. Das kriegt man auch so hin. Nun geht es die ganze Runde eben weiter. Immer eine Masche und dann in die nächste zwei Maschen. Müssen wir am Ende 18 Maschen haben, dann kann ich gleich zwischendurch mal zählen. Dann ist das nicht so dramatisch. Das ist eben beim Schnacken. Oder ihr müsst euch lieber ein zweites Stück Textilgarn in einer anderen Farbe als Markierungsfaden nehmen. Das war jetzt auch wirklich ein bisschen sehr dünn mit dem Baumwollgarn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 einmal noch. Also eine normale und dann wieder die Zunahme, indem man zwei in eine häkelt. So, nun reicht das natürlich auch noch nicht aus. Ich mache jetzt den Markierungsfaden rein. Und zwar genau zwischen der, wo ich gerade rausgekommen bin, und zwischen der, wo ich jetzt gleich rein will.
Jetzt natürlich, wie kann es anders sein, wird jede dritte Masche zugenommen. Also eine, dann noch eine normale. Schön locker bleiben. Und in die dritte kommen Masche 3 und 4. Und so weiter. 1, 2 und 3 und 4. Zwischendurch gucken, dass ihr ein bisschen zieht. Durch das Elastan zieht sich es manchmal zusammen, gerade mit der dünnen Nadel. Also nicht zu eng werden, schön großzügig häkeln, damit der Kreis wirklich flach bleibt und nur an Umfang zunimmt, aber sich nicht wölbt. Wölben wird er sich erst, wenn wir nicht mehr zunehmen. Dann wird das Ganze erst zu einem Korb. So, und jetzt macht ihr das bis zum Markierungsfaden, dass ihr eine Masche häkelt, danach noch eine Masche häkelt und dann, wie gesagt, in die dritte immer zwei Maschen reinhäkelt. So, wir sind jetzt am runden Ende angekommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch eine Zunahme. Wir haben jetzt 24 feste Maschen und mache jetzt noch eine Zunahmerunde, damit wir wirklich einfach einen kleinen Korb haben. Ihr könnt ihn euch natürlich so groß machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt einfach in jeder Runde müsst ihr also versetzt weiterhin eine Masche, also nicht eine Masche, aber weiterhin zunehmen. Das bedeutet, wir haben jetzt jede dritte zugenommen auf die vierte sozusagen, also zwei in eine, die dritte und vierte jeweils in die dritte Masche. Und jetzt machen wir in jede vierte Masche zwei. Das heißt, wir machen eine, die zweite, die dritte und dann die vierte und fünfte in die vierte Masche. Dann sind wir am Ende auf 30 Maschen gekommen. Ich zeige euch den Anfang. Eine Masche. In die nächste auch eine Masche, in die darauf auch eine Masche und in die vierte kommen die Masche 4 und auch 5. In die gleiche rein. Das machen wir jetzt nochmal bis zum Ende. Also bis der Markierungsfaden da ist, die letzte endet wieder so, dass zwei in eine kommen. Also eine, noch eine Masche und in die vierte kommen die vierte und fünfte Masche. Bis ihr hier vor dem Markierungsfaden angekommen seid, endet dort auch mit zwei Maschen in einer Masche. Und dann erkläre ich euch nochmal, wie ihr weiter zunehmen könntet, falls ihr einen größeren Korb haben wollt. Ihr habt jetzt 30 feste Maschen. Ich mache jetzt hier den Markierungsfaden raus. Mir reicht jetzt der Umfang. Ich erkläre euch jetzt nur noch mal kurz. Wenn ihr weiter zunehmen wollt, macht ihr das ganz einfach so. Ihr habt jetzt jede vierte zugenommen, also die vierte und fünfte in die vierte Masche gehäkelt. In der nächsten Runde würdet ihr die fünfte Masche, also jede fünfte Masche zunehmen, also Masche 5 und 6 in die fünfte Masche. In der Runde darauf würdet ihr jede sechste Masche zunehmen und immer so weiter. Dann jede siebte Masche zunehmen, dann in der Runde drauf jede achte. So lange, bis euch der Boden vom Korb ausreicht, groß genug ist. Kann ja sein, ihr wollt einen wuchtigen Korb machen, einen großen, schönen Korb. Dann macht ihr das einfach so lange, bis euch der Boden gefällt und dann macht ihr mit dem weiter, was wir jetzt machen, nur eben mit eurer Maschenzahl. Es bedeutet jetzt einmal, dass wir eine Runde mit der Maschenzahl machen, die wir haben und stechen dabei nur in das hinterste Maschenglied. Das mache ich bei meinen Körben immer, weil dadurch, dass wir da jetzt nur hinten reinhäkeln, wird diese vordere Lasche nach vorne fallen und dadurch eine Kante bilden. Das ist gut zum Hinstellen, denn so, wenn wir den jetzt so einfach nach oben häkeln, ist er irgendwie rund, dann weiß er nicht so genau, wie soll ich jetzt stehen. Ich häkel jetzt eine Runde lang meine 30 Maschen. Ihr häkelt eure Maschenzahl, die ihr habt, falls ihr weiter zugenommen habt. Es muss praktisch eine runde Scheibe bleiben, die nur an Umfang zunimmt. So, und wenn wir dann hochhäkeln, erreichen wir das, indem wir eine Masche in jede Masche häkeln, also nicht mehr zunehmen. Dadurch bildet sich dann die Wand nach oben. Ich mache das jetzt mit meinen 30 Maschen.
In dieser ersten Runde nur ins hinterste Maschenglied, damit die vordere Rippe die Standkante oder die Stellkante bildet. Und dann machen wir auch gleich die Baumwolle mit hinein. Also wir werden jetzt gleich das zweite Garn hinzunehmen. Also egal wie eure Maschenzahl jetzt ist, ihr würdet dann wieder zu diesem Video zurückkehren, auch wenn ihr vielleicht 48 Maschen habt, ich habe jetzt 30 und dann geht es so weiter. Anstatt unter beide Schlaufen einzustechen, wie wir das bei einer normalen Masche machen, stechen wir jetzt nur in dieses hintere Maschenglied. Und das machen wir jetzt für eine ganze Runde und ohne weitere Zunahmen. Das heißt 30 Maschen in meinem Fall, bei euch vielleicht eine andere Maschenzahl und das für eine Runde lang. Ihr seht hier schon, dass diese vordere Lasche, die wir ja nicht mitnehmen, jetzt nach vorne fällt und diese Kante bildet. Das sieht man am Ende noch ein bisschen mehr. Und ab dann wird es hier dann hochgehäkelt. Kante zum Hinstellen, hochhäkeln für die Wand. Eine Masche in jede Masche ohne weitere Zunahmen und nur für diese Runde ins hintere Maschenglied häkeln. Das macht jetzt jeder einmal für sich, bis wir wieder den Maschenmarkierer erreicht haben. Denkt auch unbedingt zwischendurch dran, dass ihr nicht zu fest häkelt. Ihr habt ja nur diese Vierernadel jetzt. Also schön locker häkeln. Natürlich nicht übertrieben locker, aber schon die Laschen so ein bisschen lang ziehen, weil da ist ja Elastan drin. Und nicht, dass sich das dann zu sehr zieht. Dann wird es nämlich tatsächlich wölbig. Ihr müsst es zwischendurch auch mal ein bisschen flach ziehen, stramm ziehen, auseinanderziehen und dass es dann nicht zu eng wird. Ich bin jetzt fertig mit meiner Runde und kann euch ganz gut zeigen, dass sich hier jetzt diese Kante gebildet hat. Man muss ihn zwischendurch noch so ein bisschen hinziehen, den Korb. Und am Ende, wenn wir hochgehäkelt haben, wird man auch besser sehen, wo die Kante ist. Es fängt jetzt praktisch gleich an, dass wir die Wände hochhäkeln, gleichzeitig das Baumwollgarn hinzunehmen und das wird am Ende praktisch die Stellfläche sein. So, jetzt nehmt ihr eure erste Farbe, die ihr gerne hättet. Ich fange mal Mädchen-like mit Rosa an. Ich mache trotzdem noch einen Markierungsfaden rein und es ist jetzt so, dass dieser Textilfaden einfach nur mitläuft. Ihr mascht jetzt einmal diesen Faden an, holt ihn hier jetzt einmal durch, zieht den Textilfaden stramm, Markierungsfaden drin lassen. Es wird gleich ganz leicht gehen, das ist jetzt am Anfang ein bisschen doof. Das vernähen wir nachher. Jetzt läuft dieser Faden praktisch mit. Nun machen wir noch mal zur Sicherheit eine Luftmasche. Ziehen hier hinten den Faden stramm und der graue wird jetzt wirklich nur mitgeführt. Und zwar häkeln wir in die nächste Masche. Plus darüber liegt ja dann der graue Faden. Von dem Textilgarn machen wir drei feste Maschen, also in die gleiche Masche. Das sieht dann so aus und jetzt wird dieser Faden immer mitgeführt und ihr könnt ihn zwischendurch einen Tick stramm ziehen. Wir machen jetzt ja keine weiteren Zunahmen, sondern ja, wir häkeln zwar drei feste Maschen in jede vorherige Masche, also von der Vorrunde, diese textilrechten oder festen Maschen. Aber wir nehmen in dem Sinne diese Maschen nicht mehr zu, sondern wir füllen einfach diese Löcher, ja, statt mit einem breiten Textilgarn mit drei festen Maschen. Und wir machen jetzt auch keine Luftmasche, um zur nächsten Lücke zu kommen. Das wird sonst zu schwabbelig. Wir häkeln jetzt wirklich so der Vierernadel getreu, nicht zu eng, aber auf keinen Fall auch zu locker. Immer drei feste Maschen in die Masche der Vorrunde.
Und so kombinieren wir das Textilgarn. Man kann es in dieser, also mit der Baumwolle, man kann es nur in dieser Runde jetzt noch nicht so gut sehen, dass das mitgeführt wird. Das sieht man gleich, aber dass es einen ganz hübschen Effekt ergibt. Ihr macht jetzt einfach, wie gesagt, 3 feste Maschen in jede Masche, einfach nur mit dem Baumwollgarn und diesen hier einfach nur darüber mitführen. So als würdet ihr normalerweise beim Häkeln eine Farbe mitführen, weil ihr sie gleich hier wieder verwenden wollt. Da legt ihr sie ja auch einfach über die Masche und umhäkelt sie. Dadurch verschwindet sie, aber nachher soll sie ein bisschen zu sehen sein. Also diese Farbe oder dieses Textilgarn. Wir sehen uns wieder, wenn wir hier angekommen sind. Dann machen wir die nächste Runde und dann fängt es auch langsam an, dass man das dann sehen kann. Also immer 3 feste Maschen in eine Textilgarnmasche. Bis gleich. Immer wenn ihr 3 Maschen mit dem Baumwollgarn in diese Masche der Vorrunde gehäkelt habt, dann macht einmal mit dem Textilgarn so ein bisschen, naja, nicht richtig stramm ziehen, aber wenn es jetzt nur so wabbelig mitläuft, dann könnte der Korb oben, statt gerade hochgehäkelt zu werden, ja, so ein bisschen wabbelig werden. Und darum immer so einmal so ganz kurz anziehen. Es wird sich jetzt ja durch die, also dadurch, dass wir nicht weiter zunehmen, wird sich jetzt die Wand ganz einfach hier hochhäkeln. Also das ist ja der Boden, dann haben wir hier diese schöne Kante, darauf steht der Korb nachher und es wird jetzt einfach hochgehäkelt. Aber wenn man jetzt dieses Textilgarn, was einfach stärker ist als das Baumwollgarn, wenn man das jetzt nur so wabbelig mitführen würde, dann könnte das hier oben auseinandergehen. Und deswegen nach jedem oder immer nach 3 festen Maschen, also hier schon mal so stramm halten, dann häkelt ihr hier diese 3 Maschen ein, so, und dann nehmt ihr das und macht einmal nur so, damit das auch wirklich ein bisschen auf Zug mitgehäkelt wird. Und damit da keine Gefahr besteht, dass das Ganze zu locker ist. Auch schön stramm häkeln, nicht zu stramm. Ihr müsst ein Gefühl dafür entwickeln. Ich würde mal sagen, so höchstens. Und dann schon das Garn wieder durchholen. Dafür sind ja auch die verschiedenen Nadelstärken gemacht, dass der Kopf da so eben durchpasst. Deswegen wird es dann natürlich länger oder auch größer, wenn man eine größere Häkelnadel benutzt, weil dieser ganze Kopf da ja durch muss, als wäre es nur ein feiner, schmaler. Aber es nützt ja nichts, wenn man jetzt so wabbelig häkelt, dass man so macht. Also da passt der Kopf ja zweimal durch. Das entspräche ja fast einer 6er oder 7er Nadel. Darum muss man dann schon auch, damit das an die Nadelstärke angepasst ist, so häkeln, dass da so eben, also schön bequem, aber dass da so dieser Kopf jetzt beim Zurückholen durchpasst und nicht wabbeliger, also nicht zu groß oder zu locker häkeln. Und nach diesen 3 festen Maschen einmal nur so stramm ziehen, damit das auch wirklich so bleibt, dass der Effekt gegeben ist, dass jetzt hochgehäkelt wird und dass es hier nicht irgendwie zu weich und einfach wabbelig wird. Dann geht der Korb nachher auseinander. Das ist dann einfach nicht schön. Also denkt immer dran. Ich zeige es noch einmal. So, jetzt fängt nämlich hier schon der Textilfaden an, wird hier so wabbelig, einmal kurz anziehen und dann das Ganze wieder anziehen und hier schön straff häkeln. Man muss so ein bisschen das Gefühl bekommen, immer mal nach jeder Runde angucken, natürlich auch nicht zu eng und zu straff ziehen, aber so, dass der ein bisschen Spannung behält. Der Korb soll ja trotzdem stabil sein. Das ist ja das Tolle an diesen Textilkörben, dass die doch so stehen, wie sie stehen. Und dann kann man da drin Sachen lagern. Und die wabbeln ja nicht so auseinander, sondern sind wirklich schön, ja, stramm und fest. Natürlich nicht zu sehr. Ist ja auch jetzt nicht irgendwie so ein zartes Baumwollgarn. Aber es muss ein bisschen Standfestigkeit haben. Und ja, da muss man jetzt eben mehr drauf achten, wo man das Ganze mit dem Baumwollgarn jetzt zusammen verhäkelt, dass wirklich alles so ein bisschen, also zumindest ein Tick auf Spannung ist. So, wir haben jetzt eine Runde geschafft und jetzt häkeln wir einfach noch eine Runde mit dem rosa Garn und dann wechseln wir die Farbe und am Ende der nächsten Runde, also dieser zweiten Runde mit Baumwollgarn, gut, das Textilgarn ist ja auch Baumwolle, aber ihr wisst, was ich meine mit dem farbigen Garn. Da sehen wir uns dann wieder und dann sieht man noch ein bisschen besser diesen Effekt hier mit dem Textilgarn. Ich würde es jetzt hier wieder
Würde ich es hier wieder so machen? Nein. Ich mache jetzt keine Luftmasche, weil ich einfach Angst habe, es wird zu weich oben. So, und jetzt müsst ihr hier natürlich, jetzt diese Runde ein bisschen anders, in diese Lücken jetzt nur noch vom Textil, vom Baumwollgarn stechen. Hier habt ihr ja noch ins Textilgarn eingestochen, in die Maschen der Vorrunde. Und jetzt ganz einfach nur hier drunter dieses mitgelaufene von vorhin, das lasst ihr unten liegen. Jetzt kommt hier einfach nur wieder dieses mit oben drüber und läuft mit. Also ihr stecht nicht so ein, dass ihr hier dieses, was da mitgelaufen ist, vorhin auch noch mit hochhebt. Dann wird das Ganze zu löchrig und dann geht der Effekt auch ein bisschen verloren. Einfach nur hier in diese Lücke von dem reinen Baumwollgarn. Dann lasst ihr den Textilfaden mitlaufen und dann auch wieder ganz normal drei feste Maschen. Gott, was habe ich jetzt gemacht? Drei feste Maschen in diese Lücke. Textilgarn läuft mit und ein Tick regulieren, jetzt aber nicht mehr so stark. Denn man soll ja, hier seht ihr das schon, beide Garnqualitäten sehen. Also einmal das Textilgarn, einmal die reine Baumwolle. Und das sieht man dann noch ein bisschen besser. Und ja, dann sehen wir uns am Ende dieser Runde und wechseln dann die Farbe. So, wir sind jetzt hier wieder angekommen. Man hat hier natürlich einen kleinen Versatz. Das lässt sich nicht ganz verhindern. Das ist in Spiralrunden ja sowieso immer gegeben. Und nun könnt ihr hier schon ganz gut sehen, dass beide Qualitäten mitlaufen. Dass hier dieser Rand, also diese Kante ist zum Stehen nachher. Und dass man jetzt den Korb praktisch hochhäkelt. So, nun würde ich diesen Faden hier abschneiden, weil ich mit Rosa jetzt fertig bin. Dann können wir nachher vernähen. Haben wir jetzt hier einfach erstmal rausgenommen. Jetzt nehme ich das Türkis. Ihr könnt natürlich wirklich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Das würde auch edel aussehen, wenn man jetzt nur dunkelgrau nehmen würde oder nur pink oder nur weiß oder ein anderes Textilgarn und mit jeder erwünschten Kontrastfarbe. Das ist ganz euch überlassen. Ich würde jetzt hier einmaschen oder anmaschen. Ziehe das Ganze hier durch. So, und dann würde ich jetzt eben wieder, jetzt muss ich natürlich eine Luftmasche machen. Dann nehme ich hier hinten den Faden mit, damit ich ihn verankern kann. Und nochmal. Und dann habe ich hier wieder meine drei festen Maschen drin. Und dann geht es hier wieder so weiter. Das Ganze mache ich jetzt auch wieder für zwei Runden. Und danach würde ich die dritte Farbe anmaschen. Ihr könnt natürlich auch drei Runden machen oder im Wechsel immer nur eine. Ihr müsst dann gucken, was für Effekte ihr erzielen wollt, was für Farbwechsel. Man kann es auch ganz bunt machen, ganz wie man möchte. Und wir sehen uns wieder, wenn ich jetzt zwei Reihen Türkis und danach noch zwei Reihen Gelb gehäkelt habe. Und dann überlegen wir uns, ob wir noch ein paar Henkel machen, noch eine Runde mit Textilgarn weitermachen, weil wir hier ja auch eine Basisrunde haben. Das klären wir dann gleich mal zum Schluss. So, und nun sind wir fertig mit den Runden, die wir machen möchten. Ihr könnt natürlich noch mehr dazu machen, je nachdem, wie hoch ihr das Ganze haben wollt. Jetzt sieht man hier noch mal schön, hier ist der Rand, den wir erzeugt hatten durch das Einstechen nur ins hintere Maschenglied. Dadurch bildete sich ja hier so schön die Kante und ab da geht es dann gerade nach oben. Nun ist es natürlich so, dass man hier so ein bisschen den Farbversatz sieht. Man könnte das verhindern, indem man geschlossene Runden macht statt Spiralrunden. Dann würde man immer mit einer Kettmasche schließen und mit einer Luftmasche starten, beziehungsweise in diesem Fall eher so, dass man dann einfach neu anmascht. Also entweder das Rosa nochmal oder die andere Farbe. Aber ich finde auch bei geschlossenen Runden ergibt es immer noch mal so eine dicke Naht und ich drehe das einfach nach hinten. Ich sehe das dann immer nicht so. Vielleicht habt ihr eine andere Idee. Jetzt sieht man hier sehr schön, dass beide Garnqualitäten zu sehen sind, schön rauskommen. Man kann das Ganze natürlich auch, wie ich schon erwähnt hatte, statt mit dem Spaghetti-Garn von Hooked mit dem Ribbon XL häkeln. Und vielleicht eine Tasche draus machen, dann ist sie noch wabbeliger. Das ist jetzt eher steif und gibt eine schöne Festigkeit. Also kann man entweder mit der Catania oder mit diesem Baumwollgarn von Gründel ja häkeln. Es wäre sonst ein bisschen schwierig bei so einem reinen Korb,
weil das dann zu weich ist, das Ganze. Aber durch das Textilgarn hat das wirklich richtig schön Standfestigkeit. Aber ich finde, man muss jetzt noch oben eine Kante aus Textilgarn machen, weil wir das unten eben auch gemacht haben. Ich wechsle jetzt hier auf eine Sechsernadel. Mir ist die Vierer jetzt doch zu klein. Dann könnte sich das nach innen wölben und das möchte ich eben nicht. Ich steche jetzt hier ein, hole einmal eine Schlaufe durch und mache auch wieder ganz normal und dann auch nur hier unter das Baumwollgarn gestochen, also nicht unter diesen Textilfaden nochmal, der hier läuft. Sonst hebt man den einfach hoch und dann ist hier ein Loch und das ist irgendwie doof. Man soll das ja auch schön sehen. Ja, also nur unter das Baumwollgarn stechen und dann mache ich jetzt nochmal eine Runde. Ja, entweder feste Maschen oder Kettmaschen, wobei bei Kettmaschen ist das Ganze oft ein bisschen eng und zieht sich auch zusammen. Nun haben wir aber natürlich auch eine große Nadel. Also das würde dann so einen Rand ergeben. Wir können das ja mal 5, 6 Maschen lang durchspielen. Kettmaschen gehen ja so. Faden holen und dann nicht wie bei der festen Masche nochmal durchziehen, sondern gleich durchziehen. Also so und dann hier durch. Und dann wäre der Korb eben so. Ich finde es ein bisschen doof, weil hier unten sind es ja auch feste Maschen. Ich finde, wir sollten das oben auch machen. Ich finde das irgendwie nicht gut mit Kettmaschen. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch einen Henkel machen, ne? Das habe ich mal bei einem größeren Korb gezeigt. Da würde man jetzt einfach, ja, vielleicht 6 Luftmaschen anfertigen. Und dann reicht es schon, so 3, 4 Maschen hier auszulassen. Dann sticht man hier wieder ein. Ich kann das auch mal durchspielen. Ich möchte den jetzt nur ohne Henkel machen. Ich habe jetzt mal 5 gemacht. Steche jetzt hier vielleicht schon mal in der dritten ein. So, und dann ist hier ein Henkel. Dann häkelt man drum herum. Und wenn man hier wieder, also einmal die Runde rum, wenn man dann hier wieder angekommen ist, umhäkelt man die auch nochmal so mit 3, 4, 5. Und häkelt noch mal eine Runde zu Ende, dann ist das ein schöner steifer Henkel, aber es wird mir dann zu viel grau hier. Deswegen, ich möchte jetzt keinen Henkel machen, aber das wäre so die Gelegenheit, dass man das auch mal so probieren könnte. Man kann ja variieren und wie gesagt mit den Farben auch ein bisschen spielen. Ich mache jetzt hier schön lockere, nicht zu feste, feste Maschen. Einmal drum herum und dann muss ich das am Ende tatsächlich mit einer Kettmasche schließen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es geschlossen ist, und gucken uns den Korb nochmal an. Ich bin jetzt hier bei der letzten Masche. So, ihr seht, das ist jetzt hier schon so grenzwertig. Enger dürfte es nicht. Also die Sechsernadel ist perfekt. Wundert euch nicht, wenn das hier noch so ein bisschen ausbeult. Ihr müsst mit der Zeit einfach so ein bisschen das so nach innen machen. Das legt sich dann nachher zurecht. Also es ist ziemlich perfekt mit der Kante. Er wackelt nicht hin und her. Und jetzt müsst ihr einfach hier in die letzte Masche eine Kettmasche machen. In diese würde ich jetzt hier nicht stechen, sondern tatsächlich in diese allererste, mit der wir die Runde begonnen haben. Und dann mascht ihr den Faden ab. Ihr schneidet den einfach großzügig ab, nicht zu großzügig. Und dann vernäht ihr ihn eben mit dieser Textilgarnnadel, wenn es denn eine ist. Die hatte ich ja am Anfang schon mal gezeigt. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Und dann kann ich euch nochmal zeigen, wie der Korb dann aussieht und was man damit noch machen kann. So, nun ist der Korb fertig. Ihr könnt ihn jetzt natürlich noch verzieren, wie ihr wollt. Ihr müsst ihn jetzt auch noch mal so ein bisschen so auseinandernehmen. Hier ein bisschen aufpassen, so beim Vernähten, dass man das nicht ganz so sieht, dass ihr ihn geschickt hinstellt. So ganz unsichtbar kann man das eben nicht machen. Ich mache euch gleich auch noch mal ein Foto, dann sieht man es ein bisschen besser. Und ihr könntet jetzt natürlich auch noch, ja, diese Labels draufnähen oder einen witzigen Knopf. Es gibt ja auch so Anhänger, wo steht Made by Me oder Unikat. Es gibt auch hier nochmal diese bunten Labels, die kennt ihr auch. Die gibt es unter anderem bei Butinette, bei Davanda. Dann haben wir hier noch, guck mal in meine Zauberkiste, gibt es hier diese kleinen, genau, diese kleinen Hände, Engel, Herzen. Dann könnt ihr euren Korb noch ein bisschen verzieren, wenn ihr mögt. Wichtig ist,
dass man dieses Textilgarn eben einfach nur mitführt. Dadurch hat der Korb Festigkeit und man kann das Ganze mit dem Ribbon XL eben auch noch als Tasche machen. Also dann hat die Halt und ist fest und ja, hat sie so ein bisschen, die hat ja immer so ein bisschen Elastan durch dieses Textilgarn und ist eben auch poppig, ja, durch die Baumwolle. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich stelle noch ein Foto ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt das ja variieren, wie immer, wie ihr das gerne mögt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.